6 Tage wird die Reise der beiden 30-Tonner dauern. Auf der Pritsche 200 Fässer Autobenzin. Kilometer Sandpiste liegen vor ihnen. Dann irgendwo tief in der Wüste werden sie die Tonnen abladen und ein Tanklager für die Rallye Paris-Dakar errichten, wenn alles gut geht. Die Wetterstation Agadez meldet Sandsturm für den übernächsten Tag. An diesem Morgen startet noch eine andere Karawane. Das Ziel ist dasselbe. Es geht zu den Salinen in der Wüste. Der Karawanenführer hat die Reise schon oft gemacht. Mit einem Auto würde er sie ablehnen. Er weiß warum. Agadez liegt mitten im Sahel. 10 Jahre lang hat es hier kaum geregnet. Von den einstmals großen Viehherden der Nomaden ist nicht viel geblieben. Fast alle suchen eine Arbeit, die etwas Geld bringt. Einer hat es geschafft, der früher selbst einmal Nomade war. Jetzt fährt er Auto. Mano Dayak, so heißt es, habe die Rallye nach Agadez geholt und einigen einen Job besorgt. Doch viel kann er den Leuten an diesem Morgen nicht versprechen. Er kauft gerade die letzten Öltonnen der Stadt auf. Mit ihnen soll weiteres Rennbenzin in die Berge transportiert werden. Die Fahrer dazu sind schon eingestellt. Agadez ist eine Stadt mit wechselnder Bevölkerungszahl. Mal leben 6, mal 10, mal 20.000 Menschen hier. Am meisten sind es dann, wenn Dürre und Wassermangel die Leute vom Land hierher vertreiben. Doch 2 Hotels, 4 Tankstellen und einige Autowerkstätten reichen nicht aus, um diesen Menschen Beschäftigung zu bieten. So hofft denn mancher auf die Europäer, die so viel Geld haben, dass sie in der Wüste ihre Autos zu Schrott fahren können. Und die Benzinmengen, die sie dafür brauchen, zeigen ihnen, dass es sich bei den Fremden um sehr reiche Leute handeln muss. 300.000 Liter Treibstoff braucht die Rallye, um allein durch den Norden des Niger zu fahren, sagt Mano Dayak. Wenn man sich überlegt, dass die ganze Region Agadez ein ganzes Jahr mit der Menge Sprit auskommt, die die Fahrer an nur einem Tag durch die Vergaser ihrer Rennautos jagen, dann ist das schon gewaltig. Rund 3000 Kilometer weiter im Norden. Von der Fähre im Hafen von Algier rollen 344 Autos, 150 Motorräder und 85 Lastwagen. Die Rallye Paris-Dakar hat Afrika erreicht. Einmal im Jahr, dann wenn in Marbella oder an der Côte d'Azur gerade nichts los ist, brechen 1600 Menschen zu einem Vergnügen besonderer Art auf. Zu einem Test ihrer Belastbarkeit im Sand Afrikas. Es sind Rechtsanwälte, Fleischer, Bäcker, Chirurgen, leitende Angestellte, junge Unternehmer. Manch einer lässt sich zur Sicherheit von einem Automechaniker begleiten. ...70 Tonnen Nahrungsmittel auf mehrere Lastwagen verteilt, bringen sie aus Europa mit. Von Sauerkraut bis Terrine de Canard. Nach Dakar wollen sie, an den fernen Strand des Senegal. Doch nur wenige werden dort ankommen. Die ersten werden schon in der Sahara hängen bleiben. Später dann, an deren Südrand, wartet Agadez, das Tor zur Wüste Teneré. Doch bis dahin sind es noch 6 lange Tage, an denen ein Auto sich überschlagen, stecken bleiben oder in Flammen aufgehen kann. Das wird ein Kreuz von Agadez. Man sagt, wer es trägt, dem bringt es Glück. Den Tuaregs, einem Nomadenstamm Westafrikas, dient es seit über 1000 Jahren als Amulett. 10 davon hat Imini, der Silberschmied, schon gefertigt. Für Teilnehmer der Rallye, hofft er. Draußen fegt der Sturm den Sand der Wüste in die Stadt. Kein Auto kommt mehr hinaus.
Alle Pisten sind verweht. Ein Sandsturm, so heißt es, dauert 5 Tage, manchmal 7 oder auch 9. Wie auch immer, man wartet gelassen auf sein Ende. Afrika ist ein Kontinent, in dem der Begriff Zeit keine große Bedeutung hat. Einigen Geschäftsleuten in Agadez kommt dieses Wetter zu früh. Eine vom Sturm für Tage in den Hotels festgehaltene, zahlungskräftige Rallye-Meute, das wäre ganz nach ihrem Geschmack. Doch am nächsten Tag legt sich der Wind. Hassan, der Besitzer der größten Autowerkstatt am Ort, hofft dennoch auf gute Geschäfte. Wie kein anderer in der Stadt hat er sich auf dieses Rennen vorbereitet. Kurbelwellen, Autobatterien, Ersatzteile hat er aus dem Ausland kommen lassen. Ein Land Rover wird gerade als mobile Autowerkstatt ausgebaut. Alles ist fertig. Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Autos kaputt fahren, sagt er. Bei mir werden Sie bedient. Was jetzt noch zu tun bleibt, das ist der Benzintransport nach dem Norden, der Rallye entgegen. Und das ist schwierig genug. Der Sandsturm hatte die Abfahrt dieses LKWs verzögert. Jetzt drängt die Zeit. In 3 Tagen werden die aus Algerien kommenden Fahrer die Grenze des Niger erreichen. Und soll das Rennen da nicht vorzeitig zu Ende sein, muss der 30-Tonner zügig bis Ifeoan durchkommen. Doch die Piste wird immer schlechter. Nur noch im Schritttempo geht es vorwärts. Eigentlich müssten für die verbleibende Strecke knapp 400 Kilometer ein Tag und eine Nacht genügen. Doch mit den abgefahrenen Reifen bleibt der Laster immer wieder im feinen Sand der ausgefahrenen Piste hängen. Zehn Mann Begleitpersonal schaufeln mit den Händen. 1,5 Stunden wird es dauern, die Räder aus dem Sand freizugraben. Mit Allradantrieb wäre die Reise ein Kinderspiel. Doch solche Lastwagen gibt es im Niger nicht. Und eine Menge Sprit kostet das mühsame Vorwärtskommen auch. Auf 15 Kilometer manchmal 40 Liter. Das macht auch die Fracht da oben auf der Pritsche teuer. 3,50 Mark wird der Liter Rennbenzin kosten, wenn der Wagen an seinem Ziel ankommt. Die Rallye rückt näher an Agadez heran. Ein Flugzeug des französischen Fernsehens ist gelandet, mit Filmaufnahmen aus der Sahara. Ein Etappenbericht, der am frühen Nachmittag nach Paris überspielt werden soll. Eine Transall der französischen Luftwaffe hat bereits die notwendigen Sendeanlagen für eine Live-Sendung ausgeladen. Alles ist perfekt. Nur in den Bergen vor Ifeoan hängt seit Stunden ein 30-Tonner mit Rallye-Benzin fest. Aber das weiß man in Agadez nicht. Das ist die 4. Panne seit dem gestrigen Start. Die steinige Piste hat den abgewetzten Reifen den Rest gegeben. Und neue gibt es im Niger kaum. Es sei denn, jemand bringt sie nachts schwarz über die algerische Grenze. Nervosität macht sich breit, denn der Konvoi hat bereits 12 Stunden Verspätung. Unterdessen beginnt in Agadez die Überspielung des Rallye-Berichts nach Paris. Es geht um einen Wunderlastwagen, der Allrad angetrieben mit 180 Sachen durch die Wüste rasen kann.
Selbst Reifenpannen sind für ihn kein Problem. Dafür kommt ein Werkstattwagen mit. Denn das Rallye-Monster ist für den Transport von mehreren Ersatzrädern nicht vorgesehen. Es fährt nur schnell und braucht viel Sprit. Jeder hat seine Aufgabe, sagt der Kommentar. Nur nicht mehr dieser Reifen. Davon hat man genug. Der hier bleibt in der Wüste. Belle Performance. Im Metro moins de 10 Minuten. Auf der Piste nach Iferuan eine Stunde später wieder staubfeiner Sand. Wieder schaffen es die Antriebsräder nicht, die Fässer mit dem Rallye-Benzin aus dem Mehl zu ziehen. Diesmal wird es Stunden dauern, bis der Wagen wieder freikommt. In der folgenden Nacht wird der Laster 55 Kilometer schaffen. Dann wird eine gebrochene Achsaufhängung zu einem Stopp von einem weiteren Tag führen. Am nächsten Morgen in Agadez. Moussa, Maître d'Hôtel im Restaurant Telva, deckt die Tische neu ein. Der Staub des letzten Sandsturms hatte sich zu deutlich auf den Tellern abgesetzt. Wenn bis zur Rallye kein neuer Wind aufkommt, wird es das letzte Mal sein, dass er diese Arbeit macht. Moussa rechnet mit 400 Gästen. Für sie hat er eingekauft. Schinken und Gemüsekonserven aus Paris, Rosé aus der Provence, Champagner aus Reims. Afrika bitte zu Tisch. Bald darauf bekommt der Tower von Agadez so viel zu tun wie nie zuvor. 35 Flugzeuge sind angemeldet. Sie bringen Journalisten, Presseattachés, Automechaniker, Techniker. Auch ein Flugzeug mit vier Chefköchen der französischen Hotelkette Relais de Château rollt an. Afrika steht an der Piste und staunt, was man nicht alles für eine Autorallye braucht. Vor den Toren der Stadt schneidet der Gärtner Mohammed Salat, Gemüse und Melonen. All das will er in Agadez verkaufen. Man hat ihm gesagt, über 1000 Fremde kämen heute in die Stadt und mit ihnen will er sein Geschäft machen. Seit Tagen schon hortet er seine Früchte für diese Gelegenheit. Sein Garten liegt 20 Kilometer von Agadez entfernt. Der Ritt dahin wird knapp 3 Stunden dauern. Währenddessen wird dort die Maschine von Afrika Tour entladen, einem Unternehmen, das für die Rallye-Küche verantwortlich ist. Und die soll dieses Jahr so gut wie nie zuvor sein. Nous avons essayé d'élaborer des plats nouveaux. Les plats, on a essayé de faire des plats moins gras, moins riches.
avec plus de jus et non pas des sauces épaisses. Wir haben uns dieses Mal darum bemüht, weniger fette Gerichte vorzubereiten, weniger reich, ohne dicke Soßen, sagt einer der Köche vom Relais de Château. Wir bieten zum Beispiel ein Portefeu an. Wir machen Soßen ohne Mehl. Mit einem Diätmediziner haben wir Studien unternommen, um zu einem harmonischen Ausgleich von Kalorien und Proteinen zu kommen, damit die Fahrer eine optimale Nahrung erhalten. Der Gärtner Mohammed hat die Hälfte seines Wegs geschafft. Früher war er Nomade. Dann hat die Dürrekatastrophe seine Herde so weit dezimiert, dass er von der Viehzucht nicht mehr leben konnte. Er ist sesshaft geworden, hat einen Brunnen gebaut und einen Garten angelegt. Seitdem reitet er zweimal in der Woche an den Gerippen verhungerter Kamele vorbei, um in Agadez sein Gemüse zu verkaufen. Dort starten zwei Mitarbeiter von Afrika Tour zu einer Fahrt in die Stadt, zur einzigen Bäckerei des Ortes. Vorbei am Markt, auf dem heute in Erwartung der Europäer das Angebot besonders groß ist. Mohammeds Hoffnungen erfüllen sich nicht. Die vielen Fremden sucht er vergebens. Und so sind auch die Preise nicht gestiegen. Das hat er nicht erwartet. Die Aussicht, ein paar zusätzliche Francs an den Europäern zu verdienen, zerschlägt sich rasch. Am Nachmittag wird er sogar mit den Preisen heruntergehen, um seine Melonen überhaupt an den Mann zu bringen. Nach Hause zurücknehmen will er sie auf keinen Fall. Die Bäckerei von Agadez ist nicht weit vom Markt. 500 Brote liegen dort bereit. Sie sind bestellt worden. Nur der Preis ist noch nicht ausgehandelt. Der Inhaber des Ladens möchte 43 Pfennig haben. 43 Pfennig, das ist sehr teuer, sagt die Dame aus Paris und beginnt zu feilschen. Doch der Bäcker lässt sich nicht aufs Handeln ein. 80 Millionen Mark, so heißt es, kostet die Rallye Paris-Dakar. 215 Mark kosten die 500 Brote. Zu viel, glaubt man der Vertreterin von Afrika Tour. Mohammed, der Gärtner, steht noch immer am Markt und sieht den Europäern nach. Sechsmal haben sie ihn schon fotografiert, ohne zu fragen. Und gekauft hat auch keiner etwas. 400 Kilometer weiter nördlich. Nach 3 Tagen und 2 Nächten kommt der 30-Tonner mit dem Rennbenzin endlich an sein Ziel. Die Spitze der Rallye ist nur noch 8 Autostunden von hier entfernt. In Ifirouane hat man das größte Benzindepot im nördlichen Niger angelegt. 60.000 Liter stehen hier im Sand. In einigen Stunden, dann, wenn die Meute kommt, werden sich auf den Fässern bewaffnete Polizisten postieren. Doch Olivier Frossard, dem Chef des Tanklagers, reicht auch das noch nicht. On est en train d'adosser les fûts à une petite colline qui est là, de manière à éviter que les gens ne passent derrière pour nous prendre les fûts. Wir werden die Fässer dort hinten gegen die Dünen stellen, sagt er, damit die Fahrer nicht von beiden Seiten an die Tonnen rankommen. Die Leute sollen bezahlen, bevor sie ein Fass übernehmen und nicht einfach aufladen und dann davonrasen. Damit wollen wir verhindern, dass sie uns wieder das Benzin klauen, so wie im letzten Jahr. Ils ne nous volent pas le fût sans payer ou pas, qu'ils partent sans payer, ce qui fait qu'on va leur donner un bon et ça permettra de ne pas se faire voler de fût comme c'est déjà arrivé l'année dernière. Doch Olivier Frossard wird auf der Hälfte des mühsam herangeschafften Benzins sitzen bleiben. Er weiß es nur noch nicht. Die Rallye-Teilnehmer werden die 3,50 Mark pro Liter zu teuer finden, werden Wucher schreien und nur das Nötigste tanken. 30.000 Liter bleiben in der Wüste zurück. Doch bis dahin sind es noch etliche Stunden. Und der erste Rallye-Teilnehmer kommt auch nicht in Ifirouane an, sondern in Agadez mit dem Hubschrauber. Die Ambulanz bringt einen Verletzten von der algerischen Grenze. Es ist der Motorradfahrer Serge Bakou. Mit 180 ist er in ein Loch gerast und weit über die Piste geflogen.
Er sieht nicht sehr gut aus. Ein Krankenwagen bringt ihn in das einzige Hospital von Agadez. Dort ist gerade Visite. Es fehlt an allem, sagen die Ärzte. Für die unterernährten Kinder gibt es keine Proteine, gegen Tropenkrankheiten keine Medikamente. Bluttransfusionen sind nicht möglich, weil vor 3 Monaten die Spritzen ausgegangen sind. Operationen finden nicht statt. Es gibt keinen Chirurgen. Diesem Jungen werden die letzten Mullbinden von den verbrannten Beinen geschnitten. Neues Verbandsmaterial wird es vorerst nicht geben. Auch die Schmerztabletten sind ausgegangen. Wer zu sehr leidet, bekommt Aspirin. In dieses Krankenhaus nun liefert die Rally ihren ersten Schwerverletzten ein. Doch er kommt nicht allein. Der ärztliche Notdienst der Krankenhäuser von Paris begleitet das Rennen. Insgesamt 33 Ärzte, auch Chirurgen und ihre Helfer. Für einen kurzen Augenblick bricht im Krankenhaus von Agadez der Wohlstand aus. Im Gepäck der Pariser Ärzte liegen Spritzen, Schmerztabletten, Röntgenfilme und vieles mehr. 20 Meter neben den Medikamentenkoffern der Pariser Ärzte laufen unterdessen einem Jungen vor Schmerzen Tränen übers Gesicht. Hätte er eine Rallye-Nummer auf dem Rücken, würden ihm diese Herren sicherlich helfen können. Auf dem Flugplatz von Agadez warten inzwischen die Journalisten auf die Ankunft der Motorradfahrer. In einer Stunde sollen die ersten hier sein. Im Presseflugzeug herrscht jetzt Hochbetrieb. Die Rennleitung geht die Teilnehmerlisten durch. Der Computer hat errechnet, dass ein Drittel der Teilnehmer nicht in Agadez ankommen wird. Das Rennen ist so hart wie nie zuvor. Denn das Unternehmen Paris-Dakar wäre nichts ohne Strapazen, ohne Leiden und Opfer. Das gehört zum Image dieses Abenteuers. Thierry Sabine, Erfinder und Organisator dieses Spektakels, hat es so gewollt. Der Ruf der Wüste, des Buschs, der Ruf des Sahel, sagt Thierry Sabine, ist etwas Außergewöhnliches. Er macht den Leuten Lust, aus ihrem Alltag auszubrechen. Ich glaube, jeder in Europa braucht das heute. Man will seine Grenzen kennenlernen, wissen, was Stärke und Mut ist. Das ist der Mythos des Heldentums. Heute bekommt das wieder einen Wert. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Wettkampf organisiere. Das alles haben die Leute heute nötig. Einmal im Jahr, für 4 Wochen, wollen sie ausbrechen, um etwas anderes zu erleben. Als am Abend um 8 die ersten Motorradfahrer eintreffen, ist von Heldentum nicht mehr die Rede. 1000 Kilometer sind sie gefahren. Die meisten sind am Ende ihrer Kräfte. Seit 12 Stunden sitze ich auf diesem Sattel, sagt der Italiener Mercandelli. Ich habe nur noch einen Wunsch: trinken, etwas essen und dann schlafen. Unter den ersten sind dieses Jahr auch 2 Frauen. Véronique Antil aus der Normandie ist Verkäuferin, Nicole Bosso daneben Krankenschwester. Beide wollen sich in dieser Männerwelt beweisen. Warum? Véronique Antil lacht nur vielsagend. Nach einer Etappe von 1000 Kilometern, meint sie, sollte man eine solche Frage nicht stellen. Am Anfang habe ich das gemacht, um zu sehen, ob ich dazu fähig bin. Jetzt mache ich es aus Vergnügen, sagt die Krankenschwester. Vor 2 Jahren war ich als Frau auf dem 2. Platz. Letztes Jahr musste ich aufgeben. Dieses Jahr will ich als 1. Frau in Dakar ankommen. Was man von Afrika sieht? Mehr als sie denken, sagt die Verkäuferin aus Rouen. Wenn man wie heute 1000 Kilometer durch die Gegend fährt, da sieht man Landschaft. Natürlich sind wir hier ein Anachronismus, schränkt die Krankenschwester ein. Wenn wir hier tanken und den Leuten sagen, nun beeilt euch doch mal etwas, dann sehen die uns völlig fassungslos an. Auf dem Campingplatz von Agadez beginnt die lange Nacht. Die Fahrer sind mit sich allein. Die Leute vom Ort sind nicht herausgekommen, nicht mal die Kinder. Ein Abend in Agadez wie jeder andere. Und im heimischen Fernsehen gibt's nichts über Rallye, sondern einen Tierfilm aus dem Sahel.
Die ganze Nacht werden die Motorräder wieder fit gemacht. Wer damit fertig ist, rollt sich erschöpft in seinen Schlafsack. In die Restaurants und Hotels der Stadt geht keiner mehr. Das erhoffte Geschäft des Jahres findet nicht statt. Nur die Tankstellen werden Umsatz machen. 1 Uhr früh. Man wartet auf die Ankunft der Autos. Wann sie kommen, weiß keiner genau. Plötzlich dann, so gegen 4 Uhr morgens, dröhnen die ersten Rennwagen durch die Nacht. Jackie X und der Schauspieler Claude Brasseur kommen an. Kurz darauf der zweite Wagen. René Metsch ist eine halbe Stunde durch Agadez geirrt. Er hat das Etappenziel nicht gefunden. Sonst, so meint er, wäre er heute Erster geworden. Die Fahrer haben 19 Stunden auf dem Buckel. Die letzten 400 Kilometer sind sie bei Nacht gefahren. Eines der aufregendsten Gebirge der südlichen Sahara haben sie dabei durchquert. Aber gesehen haben sie es nicht. Manch einer weiß kaum, wo er ist. Claude Brasseur fragt beim Ausfüllen der polizeilichen Anmeldung, wo sind wir hier, wo fahren wir hin? Von Agadez nach Dirkou, rufen ihm die Journalisten zu. Richtig, und er beginnt zu schreiben. Kurz darauf der große Ansturm aufs Benzin. Weil die Fahrer in Ifuan den Sprit zu teuer fanden, sind sie mit dem letzten Tropfen in Agadez angekommen. Jetzt wird vollgetankt, denn hier in der Stadt ist es billiger als draußen in den Bergen. Sechs Uhr morgens. In 15 Minuten geht über Agadez die Sonne auf. Und in gut zwei Stunden werden sie wieder hinterm Steuer sitzen. Aber noch sind längst nicht alle hier eingetroffen. Und für die, die es geschafft haben, reicht die Zeit gerade für die notwendigsten Reparaturen. An Schlafen ist nicht zu denken, mit Ausnahme einiger Motorradfahrer. Zwei Stunden später, 8 Uhr. Der Hubschrauber von Thierry Sabine schwebt ein. Briefing, Briefing! Aujourd'hui, étape. Agadez, Dirkou, par les falaises de Fachy. Jesus Christ Superstar, wie sich Thierry Sabine gerne nennen lässt, zelebriert seine allmorgendliche Rallye-Messe, auf der er seiner Gemeinde den Leidensweg der nächsten Etappe beschreibt. Heute geht es nach Dirkou, eine 700 Kilometer entfernte Oase. 20 Minuten später ist die übernächtigte Gesellschaft wieder angeschnallt. Thank you.
Am frühen Nachmittag erreichen die ersten Faschi, eine der schönsten Oasen der Wüste. Mit über 200 Stundenkilometern rasen sie daran vorbei. Zur gleichen Zeit beendet der Silberschmied Imini sein letztes Kreuz von Agadez. Er weiß jetzt, dass er keines mehr verkaufen wird. Die Meute ist gestartet. Den Händlern und Handwerkern hat das Spektakel nicht viel gebracht. Nur drei Franzosen sind geblieben. Sie sitzen 200 Meter weiter im Hotel Telva und merken plötzlich, dass es in Afrika außer Wüste, Sand und Piste auch noch Menschen gibt. Man sagt immer, dass die Rallye zu schnell durch die Städte braust, meint einer von ihnen. Doch wir wollen eben so schnell wie möglich nach Dakar kommen. Was haben Sie denn von Afrika gesehen? Also offen gesagt nichts, sagt ein anderer Rennfahrer. Dazu habe ich keine Zeit gehabt. Ich habe absolut nichts gesehen. In den letzten Tagen sind wir Tag und Nacht gefahren. Angehalten haben wir nur zum Tanken, schnell was gegessen und schon wieder weiter. Und irgendwann wird man dann immer müder und irgendwann ist man dann am Ende. Am Anfang weiß man das alles nicht, sagt der Co-Pilot. Er ist Notar in Frankreich. Um die Rallye zu machen, muss man etwas schwachsinnig sein. Ich bin ziemlich froh, dass wir hier aufgegeben haben. Jetzt habe ich nur noch einen Wunsch, so schnell wie möglich nach Hause und meine Frau sehen. Aber wie gesagt, am Anfang hat man keine Ahnung, was auf einen zukommt. Und jetzt plötzlich merkt man, dass die Anforderungen die menschlichen Möglichkeiten übersteigen. Um das alles zu schaffen, muss man wirklich gut gebaut sein und ein einwandfreies Auto haben. Dirkou am Abend. Wieder ist ein Rallye-Tag zu Ende. Doch erst wenige Rennfahrer sind angekommen. Die Rennküche serviert Pot-au-feu. Oasenkinder laufen bettelnd durch die Reihen oder wischen die letzten Reste aus den weggeworfenen Plastiktellern. Nebenan machen sich die Werksmechaniker von Porsche über ihre beiden Rennwagen her. Die Fahrer und ihre Co-Piloten liegen währenddessen schon im Schlafsack. Sie haben Glück. Nicht jeder Rallye-Teilnehmer hat eine Mechaniker-Crew dabei, die Nacht für Nacht die Dreckarbeit erledigt. Die Temperaturen gehen in dieser Nacht auf 5 Grad herunter. Gegen Morgen kommt ein scharfer Wind auf. Während die einen sich schon zur Abfahrt rüsten, kommen am Ziel immer noch übernächtigte Fahrer aus Agadez an. Gegen 7 Uhr nimmt der Wind weiter zu. Noch treibt er nur zurückgelassenen Müll über den Boden. Eine Stunde später ist von der Wüste nichts mehr zu sehen. Ein Sandsturm tobt, der den ganzen Tag über andauern soll. Und ausgerechnet heute beginnt die schwierigste Etappe der Rallye Paris-Dakar. Thank you.
gegen 9.30 Uhr, der Rallye-Tag ist gerade 90 Minuten alt, sind bereits sämtliche Ambulanzen im Einsatz. An allen Dünen stehen Leute und warnen vor Unfällen oder bitten um ärztliche Hilfe. Eines der ersten Opfer ist Véronique Anctil, die Verkäuferin aus Rouen. Mit schweren Gesichtsverletzungen liegt sie unter Decken. Die Ärzte warten auf den Rettungshubschrauber. Dreißig Minuten später an einer anderen Düne. Die Ärzte wissen nicht mehr, wem sie zuerst helfen sollen. Auch die Rettungshubschrauber sind nun ausgebucht. Irgendwo hat sich ein Lastwagen überschlagen. Und dass der Italiener Mercandelli Dakar nicht sehen wird, weil er auf eine Düne gestürzt ist und die Schulter nicht mehr bewegen kann, das interessiert jetzt niemanden mehr sonderlich. Die Ambulanz jedenfalls muss weiter, denn in Fahrtrichtung soll ein Range Rover auf dem Dach liegen. Zwei Schwerverletzte sind eingeklemmt. Doch bis zum Unfallort sind es noch einige Kilometer. Zeit genug, darüber nachzudenken, warum durch dieses Sandgebirge vor dieser Rallye noch nie ein Auto gefahren ist. Zwei Stunden später. Die Ambulanz ist endlich eingetroffen. Am Boden ein schwer verletzter Fahrer. Seinen Co-Piloten hat ein Hubschrauber bereits abgeholt. Wie ist das passiert, will der Arzt wissen. Wir waren unkonzentriert, sagt der Verletzte. Außerdem hat man uns eine Strafzeit von 10 Stunden aufgebrummt. Und überhaupt, du hast nur noch einen Wunsch, so schnell wie möglich nach Hause. Und dann wirst du leichtsinnig und so passiert es dann. Als der Hubschrauber landet, ist es 14 Uhr. Die Rallye-Maschine läuft auf vollen Touren und sie läuft rund. Das Spiel produziert seine Opfer. Das erlebnisarme Europa bekommt die Bilder, die den Konsumenten, der die Welt aus zweiter Hand erlebt, in Atem halten sollen. Doch einigen Akteuren dieses Show-Unternehmens kommt der technische Größenwahn teuer zu stehen. Sie bezahlen mit ihrer Gesundheit, einige sogar mit ihrem Leben. Zwar gehen ihre Bilder um die Welt, doch morgen schon verwischt eine neue Sensation, eine neue Katastrophe, ihren bescheidenen Beitrag zur Unterhaltung einer gelangweilten Gesellschaft im Überfluss. Als der Hubschrauber an diesem Nachmittag vom Boden abhebt, weiß noch keiner, dass kurz darauf Thierry Sabine, der Organisator der Rallye, das Opfer seiner eigenen Erfindung, seiner eigenen Philosophie werden soll. Am 14. Januar 1986 gerät sein Hubschrauber in einen Sandsturm und zerschellt an einer Düne. Das französische Fernsehen schickt eines der letzten Bilder von Thierry Sabine über den Sender. Er ist dabei, einen verletzten Motorradfahrer zu bergen, der bis heute nicht aus einem Koma erwacht ist. Für einen kurzen Augenblick fragen sich nun selbst die Medien in Frankreich, ob der Preis des Rennens nicht doch zu hoch, ob die verschwenderische Materialschlacht ausgerechnet in den ärmsten Ländern der Welt nicht eine gigantische Geschmacklosigkeit ist. Für einen kurzen Augenblick herrscht Irritation selbst unter den Rallyefahrern. Einige wollen nicht mehr mitmachen und geben auf. Doch dann hält ihnen die Rennleitung einen Brief entgegen. Das französische Fernsehen liefert die Illustration dazu.
Thierry Sabine, der Bezwinger der Wüste Ténéré, wünscht, dass im Falle seines Todes die Rallye Paris-Dakar fortgesetzt wird. Und so geschieht es. Die Rallye-Gemeinde fängt sich wieder. Auf nach Dakar. Ein Mann sieht nicht zurück. Etwa 7000 Kilometer liegen noch vor ihm. Zeit genug für eine Legendenbildung. Zeit, um die Reihen enger zu schließen und das Unternehmen Paris-Dakar aus der schlechten Kritik zu bringen. Zeit, um über die Nachfolge, über einen neuen Guru nachzudenken. Der Alte hat noch vor seinem Tod den letzten großen Publicity-Schlag geführt. Seine Asche, so ließ Thierry Sabine festlegen, solle im Fall seines Todes hinter Agadez dem Wind der Wüste übergeben werden.